Wir testen heute das Downtown Restaurant. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind zurück im Hotel New York. Das letzte Mal waren wir ja im Manhattan Restaurant, das findet ihr auch auf meinem Kanal. Und heute testen wir das Downtown Restaurant. Ich bin sehr gespannt, man hat nur Gutes gehört. Ja, normalerweise ist das Downtown-Restaurant als Buffet-Restaurant gedacht, aber wegen den Maßnahmen geht es noch nicht. Deswegen All-You-Can-Eat-Menü. Und ja, ihr könnt euch auch die Menükarte genauer in der App anschauen. Es gibt eine Anzahl an Vorspeisen, wenn es mal fokussieren würde. Genau, also eine Anzahl an Vorspeisen. Kostet 40 Euro pro Person und 30 Euro für Kinder. Es gibt auch Jahreskartenrabatt und ja, ich scroll mal schnell durch. Hauptgänge, es gibt auch Kindermenüs, aber wie gesagt, alles auch nochmal genauer in der App. Dessert, Geburtstagskuchen und was haben wir da hinten noch? Ich glaube Getränke, oder? Ja. Cocktails, Aperitifs. Wir versuchen einen guten Mix zu bestellen, um euch zu zeigen, wie die Sachen dann aussehen und schmecken. Ja, wir haben tatsächlich jeder drei Vorspeisen bestellt. Bei mir fehlen noch zwei, aber der Sven hat sich die Schinkenplatte bestellt, italienische. Die Kürbissuppe, die gibt es jetzt extra zu Halloween mit schwarzen Brotkrümeln. Den Chickensalat war es, glaube ich, der war auf der italienischen, chinesisch. Ich habe Dimsums und dann habe ich noch eine Nudelsuppe und noch so einen anderen Salat, aber den zeige ich euch noch. Der Daniel hat einen Aperol Spritz bestellt für 14 Euro, Dimsums, Kürbissuppe und auch noch den Salat, den Sven hier hat. Guten Appetit! Meine chinesische Nudelsuppe ist da und mein veganer Salat, der ist tatsächlich vegan. Sieht sehr interessant aus. Ja, wir sind tatsächlich immer noch bei den Vorspeisen, denn die anderen zwei haben ja die Kürbissuppe gehabt und ich habe bei Sven probiert und die ist wirklich sehr, sehr lecker. Habe ich mir eine normale eigene bestellt. Dann haben wir jetzt nochmal die Lachsbagels bestellt, Tomate-Mozzarella hier bei Sven und Daniel fand die Suppe so lecker, dass er nochmal eine zweite bestellt hat. So, wir sind jetzt von den Vorspeisen weg und haben den ersten Hauptgang bestellt. Ich habe die Nudeln mit Chili-Garnelen. Sven hat die Ente. Ich muss sagen, da bin ich ein bisschen neidisch. Die sieht richtig gut aus. Und der Daniel hat das Herbst-Halloween-Menü mit gefülltem Schwein, Gnocchi, einer Devil-Soße und schwarzen Pilzen. Der Daniel hat sich noch den Burger bestellt. Das ist ja ein Mini-Burger mit ein paar Kartoffelspalten und ein Klecks Coleslaw. Und jetzt sind wir beim Dessert angekommen. Das ist die italienische Platte mit Panna Cotta und ich weiß es alles gar nicht mehr. Dann haben wir hier die amerikanische Platte mit Cheesecake, Mousse au Chocolat und die italienische Platte, obwohl das finde ich eher portugiesisch ist. Ah ne, das ist die chinesische Platte, weil der Macaron ist mit Litchi. Aber das ist für mich portugiesisch, nicht chinesisch. Und der Daniel hat sich noch was Gesundes bestellt, und zwar die exotische Fruchtobstplatte. Wir sind jetzt draußen aus dem Downtown-Restaurant und Daniel, was sagst du? Also ich fand es sehr gut. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall top und es ist ja ein All-You-Can-Eat. Also man kann so viel bestellen, wie man möchte. Es ist im Moment kein Buffet-Restaurant, sondern ihr bestellt à la carte praktisch. Und es war alles durchwegs super. Finde ich auch, da schließe ich mich an. Es war wirklich sehr, sehr gut. Ich fand es besser als das Manhattan, als wir beim letzten Mal da waren. Und falls ihr Halbpension oder so bucht, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hierher zu kommen, einmal dieses Hotel anzuschauen und dann auch hier zu essen. Das war wirklich sehr lecker
Vorspeise, Hauptgang, Dessert, für jeden ist was dabei. Vegan, vegetarisch, Fisch, Fleisch, alles dabei. Also kommt gerne hier ins Hotel New York. Aber früh genug buchen. Genau, ihr müsst wirklich sehr früh reservieren. Es ist nämlich immer ausgebucht. Also denkt dran, in der App zu reservieren. Und damit verabschieden wir uns aus dem Hotel New York. Wir gehen jetzt wieder rüber ins Cheyenne. Wir müssen jetzt wieder umziehen. Schauen wir das kleine Video über das Restaurant Downtown. Hat euch gefallen? Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die Glocke, die Glocke. Und die Glocke bitte drücken. Nicht vergessen. Ah, bis dann.